Servus und habe dir schön, dass du wieder reinschaut. Jo, jetzt war ich beruflich ein bisschen unterwegs, aber es geht weiter. Und ich hoffe, ihr habt es euch gemütlich gemacht und habt euch was zum Trinken mitgenommen. Genau, wir sind hier in Hornika. Der Charlie. Da hinten ist Konkurrenz, ja, da kannst du nicht schauen. Ja, ja, ich weiß schon. Nicht? Keine Konkurrenz. Was ist hier? Oskar, der heute Bazi, rumpelt mit der Fackel unterwegs. Durch die Gegend. So wollte ich sagen. Schaut mal. Es ist 6 Uhr in der Früh. Wir sind richtig pünktlich. Wir suchen die Kestrel. Na, sitzt bei euch die Kestrel? Hallo, ist da die Kestrel dabei? Nö. Wir haben hier einen Kreis. Der ist um Honecker rundum gezogen. Hier muss irgendwo sein. Hallo. Das ist schon cool, wenn da so. Oh, da liegt der Kupferhammer. Wer lässt einen Kupferhammer da rumliegen? Hallo? Oh. Charlie, gell? Da nicht, nein. Wir suchen mal die Kestrel. Hallo, ist denn da jemand? Ups, sorry. Sorry, da pennen alle. Sachsen die, ey. Bin halt ein wenig früher dran. Schatz, du was? Hallo? Sachsen die, du. Hallo? Ui. Leicht angetüdelt, hä? Ich denke, da haben wir die Kestrel. Jo. Das ist die Kestrel. Ich würde sagen, wir ganz fromm und frei, wollte ich sagen. Labern wir die mal an. Na, Kestrel? Hey. Ich stand auf hohem Berge, sah runter ins tiefe Tal. Ein Schifflein sah ich schweben, darin drei Grafen waren. Ey, Kestrel, bist du das? Ich bin Rasimir, Jordans Neffe. Wie die Henne. So heißt meine Henne. Oh, wie brav. So heißt mein Schaf. Schlüpf hinaus, heißt meine Maus. Kestrel, bist du irgendwo da drin? Hörst du mich? Wir waren Vöglein trauern sehr. Wir armen Vöglein trauern sehr. Wir haben keine Eimer mehr. Wir müssen jetzt von hinten fliehen und in die Weite Fremde ziehen. Ist das geil. Leicht angetüdelt, die Gutste. Das hat keinen Sinn. Du bist betrunken wie ein Seemann. Ha, ich weiß, was ich mache. Ich hole dir einen Trank, aber der dich wieder zu Verstand bringen wird. Okay, das werden wir machen. Junge, klein, geh in die weite Welt hinein. Schocken tut, sehr gut, das gar wohl gemut. Keine Sorge, Kestrel, ich komme wieder. Pass mal auf, was labert denn die noch? Schwarz und blau, 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 schau, schlau, schwarzbau. Ja, entschuldige, geht es dir gut? Vor dem Fenster saßen sie, die beiden Zöpfchen beide. Die lieben Zöpfchen beide. Sie flogen aus, sie kehrten heim zu meinem Fenster beide. Ein Hülsis schlich zum Schlag hinein und würgte mir das eine. Willst du, dass ich dir Hilfe hole? Wo machen wir Mittag, ich und du? Hallöchen, hörst du mich? Bei Tannenwurzeln groß und alt. Nun teilten sich im Wald. Ich würde sagen, die eine sagt Knick, die andere sagt Knack. Knick, Knack, Knick, Knack, Knick, Knack. Das ist genug für den Tag. Ist das geil. Richtig angetüdelt. Aber da ich ja wusste, dass die angetüdelt ist, haha, rumpeln wir zu unserem sehr hilfreichen und natürlich auch super. Doch, logisch bist du vorbereitet. Mensch, wäre ja schlimm, wenn wir nicht vorbereitet wären. Wir holen uns einen Ausnüchterungstrank. Ich würde sagen, auf geht's, wir gehen. Denn wisst ihr, wo man normalerweise den Ausrichtungstrank herkriegt? Ich zeig's euch mal ganz kurz. Entweder ihr rumpelt hier nach Rolnika, weil da mal so ein Kräuter fritzen, oder nach Baranika. Und das ist für ein ganz schöner Weg. So, halt, was ist das da? Achso, jetzt habe ich mich verschaut. Jetzt hätte ich mal gehabt, da liegen Goldbarren rum. Kestrelle. Das Feuer war, das ist nun Glut. Asche schwebt hoch am Firmament. Noch sehe ich in den Funkflug. Ich bin zurück, alles wird wieder gut. Trink das her.
Was passiert hier? Wer bist du? Diese Augen? Wer da? Was ist das? Ich bin tot. Du bist noch ausgesprochen lebendig, Castell. Mein Name ist Rasimir. Jordan war mein Onkel. Natürlich, deine Augen. Ah, jetzt verstehe ich. Na, tut mir leid, ich war wohl abwesend. Entschuldige. Dieses Tüchern in meinem Kopf. Es waren ein paar Dachse, die durch das Fenster hineingekommen sind. Es ist schön, dich kennenzulernen. Mein Onkel und ich, wir haben zusammen gearbeitet. Beim Aushandeln von Preisen vor allem. Ich will nicht unhöflich sein, aber ich habe mich schon mit Unigos darüber unterhalten. Ich habe auch Sambo und Wolrad schon getroffen. Ich weiß von eurer Mission. Oh, das ist gut zu hören. Ich war noch nie eine gute Lügnerin. Das war etwas, das ein Freund von mir besser konnte. Ja, dein Freund Jordan. Davon weiß ich ebenfalls. Ich verstehe, du weißt viel. Kleiner, kein Unsinn mehr für dich. Wir gehören alle zusammen heute. Zur Familie. Wir hatten nie wirklich einen Namen oder dergleichen. Aber unser Ruf reicht weit. Bis über die Grenzen dieses Reiches hinaus. Huch, der Trank wirkt. Unsere Meute war alles, das wir hatten. Bis alles einfach auseinanderbrach. Aber davon weißt du bestimmt auch schon. Nein, ehrlich gesagt nicht. Bisher hat mir das noch niemand erzählt, was damals passiert ist. Tja, scheint, das würden die Jungs wohl lieber von der glücklichen alten Zeit erzählen. Aber du siehst aus, als könntest du auch mit den harten Realitäten umgehen. Ist es nicht so? Oh, das kann ich. Das war 12 Jahre, nachdem die Meute vollständig geworden war. Mehr als ein Jahrzehnt voller Abenteuer, Unfug, Zusammenwachsen, bla bla bla. Wir fühlten uns noch jung. Aber allmählich kamen uns Gedanken daran, was wir nach all dem tun sollten. So im Alter, ne? Wir hatten uns sogar schon einen Ort ausgemalt, an dem wir in Frieden alt werden wollten. Ja, du hast richtig geraten. Dieses Tal war immer schon unser Plan für den Ruhestand. Doch keiner von uns ahnte, dass das Ende bereits so nah war. Für einen Auftrag waren wir in eine Stadt gereist, die Navis heißt. Wir verbrachten Wochen dort. Alle fingen langsam an, etwas nervös zu werden, etwas frustriert, denn Jordan hatte darauf bestanden, alles ganz allein zu planen. Er war bei so etwas immer verschwiegen, wir hatten uns schon irgendwie daran gewöhnt, aber diesmal stimmte etwas nicht. Er sagte immer wieder, dass er sich mit irgendeinem Informanten treffen würde. Ich hatte ein paar Mal durch das Fenster sehen können, groß wie eine Eiche, aber dünn wie ein Strohhalm, sein schmales Gesicht und seine Segelohren ließen ihn aussehen wie eine Ratte. Seine winzigen, stechenden Augen machten es nicht besser. Jordan sagte, dass er uns zur Sicherheit dieses Rattenmannes so lange im Ungewissen lassen würde. Also warteten wir, spielten Würfel, tranken und warteten. Als Jordan dann endlich seinen Plan enthüllte, dachten wir, es wäre ein Witz. Wochenlange Planung für etwas, das so einfach war, dass wir es mit verbundenen Augen hätten erledigen können. Ich nehme an, dass es am Ende dann doch nicht so einfach war. Angeblich sollte es da eine ganze Menge Diebesgut in der Schatzkammer des Stadthauses geben, angeschleppt von einer korrupten Miliz. Der Plan war einfach. Rein da, alles zurückstehlen und es dann rechtmäßigen Besitzern zurückgeben. Kinderspiel. Kinderspiel, ne? Jordan und Wolrad sollten für Ablenkung sorgen. Während Unigost und Sambor sich die Schatzkammer vornahmen, ich würde wie üblich die Pferde bereithalten. Alles lief nach Plan, keine Überraschungen. Sambor und Unigost waren gerade dabei, die Pferde zu beladen, als ich sah, wie Wolrad alleine zurückkam. Er erklärte, er und Jordan hätten sich aufgeteilt und er sollte gleich nachkommen. Das gefiel mir gar nicht, denn dafür hätte es keinen Grund geben sollen. Also entschied ich, nach ihm zu suchen. Sein teures Duftwässerchen konnte ich ewig weit riechen, glaub mir. Also war es nicht allzu schwierig, ihn zu finden. Ich folgte seinem Duft bis in die Kammer des Stadtschreibers und da sah ich es.
Kestrel, raus mit der Sprache. Was hast du gesehen? Wären die Ohren nicht gewesen, ich hätte ihn nicht wiedererkannt. Sein Gesicht war so übel zugerichtet. Seine eigene Mutter wäre daran gescheitert. Jordan stand über dem leblosen Körper des Rattenmannes und wischte sich das Blut aus den Händen. Das tat er mit einer Flasche Met. Nahm dann einen Schluck davon. Ich werde es nie vergessen, wie ungerührt er in diesem Moment wirkte. Als wäre das alles das Normalste von der Welt. Er klemmte sich eine Art Büchlein hinter den Gürtel und dann bemerkte er mich. Ach du Sch. Sagt man nicht. Für einen winzigen Augenblick sah ich sein wahres Gesicht, seine reine und unverstellte Reaktion darauf, mich zu sehen. Es war nicht Angst, auch nicht Scham, es war nur Verärgerung. Er warf mir einen finsteren Blick zu, weil ich seine Pläne durchkreuzt hatte, weil ich nicht gehorcht hatte. Diese ehrliche Reaktion konnte selbst er nicht kontrollieren. Doch schlagartig veränderte sich sein Gesicht. Er wirkte ganz plötzlich erschrocken, beängstigt, außer Atem. Vielleicht hatte er sogar eine Träne im Auge. Er griff sich meine Hand und sagte, dass wir weglaufen müssen. Dass wir nicht sicher wären. Dass er erklären würde. Also rannten wir zu unseren Kampfgefährten zurück, sprangen auf die Pferde und flohen. Ich erzählte den anderen, dass ich gesehen hatte, was ich gesehen hatte. Jordan hatte die heiligste unserer Regeln gebrochen, seine eigene. Er versuchte zu erklären, sich zu rechtfertigen, aber alles, was wir hörten, waren nur mehr und mehr Lügen. Er hatte unser Vertrauen gebrochen. Wir redeten und stritten die ganze Nacht hindurch. Am Morgen war Wollrat der Erste, der seine Sachen packte. Wir hatten ihn immer ein wenig wie einen jüngeren Bruder behandelt, der uns irgendwie dazu gezwungen hatte, ihn auf unsere Reise mitzunehmen. Aber in diesem Moment war er der reifste von uns allen. Es war klar, dass es mit der Meute vorbei war. Sambo ging kurz danach. Dann tat ich es ihm gleich. Unigost blieb bei Jordan. Er konnte einfach nicht ohne ihn leben. Er liebte ihn von allen am meisten, sogar mehr als mich. Als ich mich noch einmal umdrehte, sah ich wieder dieses Gesicht. Unsere Augen trafen sich für einen winzigen Augenblick und die von Jordan waren nicht traurig. Sie waren voller Verachtung. Das ist also damals passiert. Es tut mir leid, Rasimir. Das ist wahrscheinlich nicht das, was du erwartet hattest. Ach, ja, das hätte ich nicht. Ja, es ist egal, was ich erwartet habe. Es ist die Wahrheit, die zählt. Die Wahrheit ist ein ziemliches Miststück. Sie ist nicht schön und sie ist nicht verlässlich. Sie hat viele Doppelgänger und eine zu große Schwäche, dreckige Betrüger. Aber sie deutet trotzdem darauf hin, dass Jordan ein Mörder ist. Dein Onkel war ein außergewöhnlicher Mann. Ja, das haben bisher alle gesagt. Er war wirklich brillant. Seiner Zeit voraus, würde ich sagen. Er konnte Dinge vorhersagen, die eigentlich niemand hätte kommen sehen können. Er konnte den Verstand von anderen lesen wie ein Buch. Der Perfektionist in seinem Kopf konnte nicht damit umgehen, zu verlieren oder Unrecht zu haben. Jordan konnte ungeduldig und jähzornig sein. Er war immer einsam und er trug es nicht. Einsam? Hatte euch alle, also euch alle. Die Meute, die Familie, jeder liebte ihn. Doch waren wir diese eine Sache, die ihn ständig zurückhielt. Sich um uns zu sorgen, uns zu lieben, das war eine Bürde für ihn. Diese emotionalen Bindungen machten ihn abhängig, schwach, gewöhnlich. Und gewöhnlich zu sein, das war für ihn noch schlimmer als der Tod. Es klingt ehrlich gesagt ziemlich traurig, ne? Wir sorgten dafür, dass er auf dem Boden blieb. Sein Ehrgeiz konnte er dennoch keine Grenzen setzen. Es war, als würde ihn eine Krankheit von innen auffressen. Er erstickte ihn förmlich, unbekannt zu sein. Das Lächeln auf seinen Gesichtern der Menschen zu sehen, denen er geholfen hatte, das war einfach nicht genug. Lob und Dank zu hören auch nicht. Er wollte anerkannt sein, verehrt, am Ende gefürchtet. Das kann ich nicht ganz glauben, was du Jordan meinst.
Ich dachte, er wäre ein Held gewesen. Ich wollte so sein wie er. Das Leben ist hart, Kleiner. Du kannst ein Buch nicht nach seinem Einband beurteilen. Genauso wenig kannst du einen Mann nach nur einer seiner Taten oder nur einen Teil seines Lebens beurteilen. Nichts ist je nur schwarz und weiß. Unigost hat dasselbe gesagt. Er kannte Jordan wahrscheinlich besser als jeder andere, wusste selbst die schlimmsten Dinge. Trotzdem war er wie ein Bruder für ihn, hätte ihn nie verletzt. Nun, er hat mit Jordans Frau geschlafen. Also weißt du schon davon. Wie es scheint, versteht ihr euch wirklich gut, Unigost und du. Ja, das hat er getan. Und ich bin sicher, dass Jordan alles darüber wusste. Denkst du das ernsthaft? Dieser Mann konnte die Farbe der Unterhosen einer Frau von nichts als ihrem Lachen herleiten. Ich bin sicher, dass er von mir und Unigost wusste. Warum hat er da nichts gesagt? Ich habe viele schlaflose Nächte damit verbracht, darüber nachzudenken. Ich habe ein paar Vermutungen, aber nichts Konkretes. Diejenige, die mir am sinnvollsten erschien, ist allerdings die einfachste. Es war ihm egal. Er liebte mich nicht genug, um mich für sich alleine haben zu wollen. Gleichzeitig wollte er, dass wir glücklich sind. Also schritt er nicht ein. Sicher hat er sich darüber amüsiert, wie wir uns mehr und mehr in unsere Lüge verstricken. Als würde man Kinder dabei zusehen, wie sie sich an einem Spiel für Erwachsene versuchen. Vielleicht hätte er sich ändern können. Vielleicht, wenn das Kind nicht... Tut mir leid, ich wollte nicht. Wenn das nicht tot zur Welt gekommen wäre. Kein Grund, dich zu entschuldigen. Das ist, was passiert ist. Vielleicht hatte er sich darauf gefreut. Es schien zumindest so. Er hatte gar nicht zu. Wenn ich sagte, es könnte ein Mädchen werden, er wünschte sich einen Jungen, einen kleinen Jordan an seiner Seite. Aber es wäre ohnehin nicht so gekommen, zumindest nicht dieses Mal. Warum das? Es war nicht sein Kind. Also wusstest du es. Es war also Unigosts Kind. Eine Mutter weiß so etwas einfach. Ich wusste, dass es Unigosts Kind war, sobald ich sein Herz in mir schlagen hörte. Aber du hast es keinem von beiden gesagt. Nein, in dieser Situation erschien es mir besser, es ihnen nicht zu sagen. Aber du musst mir nicht zustimmen. Doch, ich stimme dir zu, es gab keine richtige Antwort auf diese Frage nach dem Vater. Du hast versucht, sie beide nicht weiter zu verletzen. Und auch dabei hatte ich vollkommen versagt. Du hast versucht, sie beide glücklich zu machen. Naja, also so zumindest mal Richtung, ne? Naja, kann man erzählen, wie man will. Reden wir nicht länger darüber. Es gibt eine wichtige Angelegenheit, auf die ich zu sprechen kommen möchte. Du magst mich für verrückt halten, aber ich muss es aussprechen. Ich glaube nicht, dass Jordan eines natürlichen Todes gestorben ist. Jetzt wird's interessant. Was sagst du da? Ich glaube, dass er ermordet wurde. Wie kommst du da drauf? Was weißt du über seinen Tod? Eigentlich nicht viel. Nur, dass er friedlich im Schlaf gestorben ist. Das ist, was Unigost mir erzählt hatte. Und du hast einfach angenommen, dass eine Krankheit daran schuld war oder das Alter, richtig? Nein, es war nur, ich meine, ja, ich denke, das habe ich getan. Siehst du, das ist es, was für mich nicht ins Bild passt. Ich kannte Jordan. Ein starker, gesunder Mann. Wir hatten uns sogar einige Tage vor seinem Tod noch getroffen. Er wollte wieder Kontakt. Mir war klar, dass er etwas plante und dass er nicht einfach so in seinem Bett sterben würde. Er hatte keine gesundheitlichen Schwierigkeiten, er hatte Feinde. Und denen hatte er sicherlich mehr als genug. Das klingt tatsächlich sehr überzeugend. Denn überlegt so mal, was der so gestellt hat, ne? Ich habe es geschafft, diesen Quacksalber ausfindig zu machen, der damals Jordans Leiche untersucht hat. Und der entschieden hat, sie noch am selben Tag zu verbrennen. Etwas, das für sich genommen bereits mehr als seltsam erscheint. Du hast schon mit ihm geredet? Nein. Das wollte ich, aber ich habe mich in meinem Schatten verloren. Zoffen hast du ja noch, Mensch, Gestrell. Hast du einen,
der anderen von der Meute von deinem Verdacht erzählt? Nein, es mag hart klingen, aber auch sie gehören zu den Verdächtigen. Verdächtigen? Ich dachte, ihr seid eine Familie. Ich glaube auch nicht wirklich, dass es sie waren. Ich hoffe es jedenfalls sehr, dass sie es nicht waren. Doch wir können im Moment noch nichts und niemanden ausschließen. Das bedeutet, dass du ihnen nichts davon erzählen darfst. Nicht, bis wir etwas Entscheidendes in Erfahrung gebracht haben. Hier, ich markiere dir auf der Karte, wo du diesen Quacksalber finden solltest. Du wirst etwas suchen müssen. Sprich mit ihm und komm dann zurück. Das heißt, falls du dazu bereit bist. Selbstverständlich bin ich das. Ich bin bald zurück. Okay. Also. Ay caramba. Da tun sich ja Abgründe auf. Hoppala. Okay. Und die Goss-Geschichte geht weiter. Wir haben schon wieder 16:30. Ja, was ist denn da los? Jetzt, wenn wir den Quacksalber noch finden, dann. Was ist denn da los? Neue Quest. Unigost. Was haben wir denn in unserem Baumenü für Probleme? In der Produktion, lass es mich raten, in der Küche haben wir da mal keine Eier mehr. Aber das sollte sich ja irgendwann mal erledigen. Oh, schaut mal. Hey. Oh, 5200. Also ich brauche 10.500 Flocken. Leonard, du bist ganz schön teuer. Oh, da hinten haben wir die großen. Ui. Ist auch ein hübsches Pferd, ne? Ein hübsche Pferde. Aber ich habe hier unseren Ferrari. Ne? Unseren super-duper Ferrari. Ich würde sagen, wir machen jetzt hier noch ein bisschen Rambazamba. Denn wir werden... Ich weiß nicht, ob wir es schaffen. Ey, schaffen wir das noch zu dem? Hm? Komm, auf geht's. Wir schauen mal. Mein Gutster, wir gucken. Wir gucken. Das Problem ist nämlich, wir haben... wo muss ich denn hin? Ah ja, hier. Okay. Also wir rumpeln nochmal darüber. Ich würde sagen, wir gehen... Wir gehen direkt am Fluss entlang. Da kommen nämlich... da kommen wieder die Wölfe. Wir machen jetzt das direkt auf dem direkten Weg. Und schauen nochmal ganz kurz, wo wir den Quacksalber finden. So. Quacus Salbarus. Noch ein Stück hier. Oh, da sind Wiesent. Ich denke, da unten sind Wiesent, oder? Wir schauen mal ganz kurz. Ich glaube, es ist ein Wiesent. Ich steige mal schnell ab. Nicht, dass unser Esel hier. Jupp, es sind Wiesent. Das sind 11 Meter. Also wir sind eigentlich hier. Wir sind schon drin. Ich tippe auf hier. 105 Meter wären das. Wir schauen nochmal, dass wir jetzt nicht unbedingt unseren Wiesent über den Weg laufen. Das habe ich nämlich nicht vor. Das wäre jetzt irgendwie uncool. Aber wir schauen nochmal, das ist ein relativ großer. Nö, das sieht gut aus hier. Meter. Ich glaube, da hinten, seht ihr, hier ist so eine Art Weg. Da rumpel mal, da ist er. Du bist schmutzig. Jo, ich bin dreckig von oben bis unten und ich würde sagen, wir schauen mal, wer das ist. Wollen wir mal da reinschauen? Hallo? Was da sitzt da? Pass auf, das ist der 100%, ist das der Quacksalber. Der Düter. Aber der, ich würde sagen, wir reden mal mit dir. Wer ist da? Guten Tag. Lebt hier ein Quacksalber? Bist du das? Was? Ich bin kein Kack, Alter. Redet du mit mir? Was? Wie redest du mit mir? Ich sagte Quacksalber. Was? Quacksalber? Was? Alter, du bist so schwerhörig. Oh, ja, das bin dann wohl ich. Und wer bist du? Mein Name ist Rasimir und ich gebe dir keine Mühe. Ich werde mich sowieso nicht daran erinnern. Was willst du? Ich wollte dich fragen. Warte, du bist nicht mein Enkel, oder? Nein. Uff, ein Glück, ich dachte schon. Gut, dass ich nie Kinder hatte. Jetzt nochmal Klartext. Wenn du keine Kinder hast, wie könnte ich dann... Ach, vergiss es einfach. Es geht um Jordan. Erinnerst du dich an Jordan? Natürlich, er war der Kastellan, der gestorben ist. Wahre Schande. Er war einer von den Guten. Mir wurde gesagt, dass du seine Leiche gesehen hast.
Wer hat dir das gesagt? Ich habe gar nichts gesehen. Geh weg, lass mich. Bitte, es ist wirklich wichtig. Ich muss es wissen. Wie ist er gestorben? Das ist Jahre her, ich erinnere mich nicht. Bin alt, verstehst du? Schwerhörige Sache, ne? So halb zumindest. Und sowieso, du solltest solche Sachen gar nicht fragen. Aber ich muss die Wahrheit wissen und du bist der Einzige, der mir helfen kann. Warum? Weil das hier meine einzige Spur ist. Warum musst du das wissen? Ich bin sein Neffe. Nachdem ich meine Eltern im Krieg verloren hatte, bin ich in dieses Tal gekommen, um ihn zu finden. Er war der einzige Verwandte, den ich noch hatte. Hör zu, Kleiner. Ah ja, jetzt ist er wieder normal. Der Bart sieht der Tüter. Hör zu, Kleiner, es wäre besser, wenn du einfach alles gut sein lässt. Wirklich. Du hast also gar kein Hörproblem. Sicherheitsmaßnahme. Und aus demselben Grund werde ich dir auch nichts über Jordan erzählen. Bitte, du musst mir helfen. Das ist kein Witz, Junge. Glaubst du, es gefällt mir, allein in der Wildnis zu leben? Ich will nur nicht so enden wie Jordan. Also ist er wirklich ermordet worden? Ich habe schon zu viel gesagt. Geh. Nein, bitte. Oh, ich noch, sagt der Rasi mir bitte, ne? Noch. Ich flehe dich an. Ich bin bereit, alles zu tun, um herauszufinden, was er getan hat. Es geht wirklich nicht, Kleiner. Ich will nicht zu meiner eigenen Beerdigung sterben. Nicht an Metallvergiftung. Was, wenn ich dir dabei helfen könnte, das Tal zu verlassen, dich in Sicherheit zu bringen? Ich weiß nicht. Das hier ist mein Zuhause und du lebst im Wald. Toll. Voller toller Todesangst. Das ist nicht, wie man seine letzten Tage verbringen sollte, denkst du nicht? Verdammt sollst du sein, du vernünftiger Bursche. Also gut, wenn du mir ein Pferd und einige Vorräte beschaffen kannst, sage ich dir, was ich weiß. Großartig, ich werde mich darum kümmern. Ich werde auch jemanden brauchen, der mich auf dem Weg begleitet. Selbst wenn sie mich nicht finden. Es gibt immer noch Räuber und wilde Tiere. Abgemacht, ich finde jemanden, der dich unterwegs beschützt. Und ich will eine Frau. Vergiss es einfach, ey. Du bist 85, wenn das da richtig ist. 85. Das war ein Versuch wert. Naja. Bin bald wieder da. Okay, wir haben den Tüter. Ich würde sagen, wir rumpeln Holzstämme. Die können wir nehmen, ohne dass wir es geklaut haben. Oh. Holzteller, Holzbecher. Wow. Einen langen Bogen und einen flachen Strohhut. Das wäre cool hier. So, der ist da an Stock und Stein. Ich möchte mit diesen Karren. Wäre das nicht geil, wenn wir so einen Karren hätten? Ach du da Esel. Ich würde sagen, wir rumpeln zurück. Reden dann nochmal mit der Kestrel. Hätte ich gesagt, ne? Passt mal auf. 106 Meter, dann sind wir nämlich schon bei unserem Pottehüte. Die rumpeln wir da jetzt noch rauf. Dann nehmen wir uns gleich mal hier so ein paar Zweige mit und denn ich werde hier übernachten. Natürlich ist jetzt das nicht so gut, weil unsere ganze Heimat, da müssten wir eigentlich noch was tun in der Heimat, ne? Mann, naja, noch ist alles gut. Aber ihr wisst ja, wie es ist, ne? Irgendwann, 30 Meter, mal hier rüber. Wo sind denn da die Wiesen? Mal ein bisschen gucken, nicht, dass ich da irgendwann einmal in der Wiese reinlaufe und dann ist alles vorbei. Wir bauen uns jetzt hier noch eine ganz gemütliche Unterkunft. Da lang. 100 Meter. 100. Ich muss echt schauen, dass ich da nix. Oh, was bist denn du? Oh, Wölfe. Da ist auch noch einer. Ich bin irgendwie falsch dran. Logisch bin ich falsch dran. Ich habe die Wölfe aufgeschickt, weil ich bin also ein Held. 180 Meter, wo muss ich denn hin? Hier lang. Der Wolf. Gehst du weg? Da ist noch einer. Oh, alter Schwede. Komm, los. Komm. Wir gehen wieder zurück. Komm, einmal da durchreiten. Ich hoffe, die können hier nicht rein. Und wenn ja, ich hoffe, dass wir im Dorf Milizen. Komm, helft's mal. Auf Milizen. Auf den Schreck hin, da drin ja glatter Bier. Oh.
Wie ihr seht, ich habe eh schon ein bisschen Lebensenergie verloren. Das Ganze ist, ja, ja, das war echt knapp. Ja, du hast recht. Aha. Ja, aber schau nicht so vorwurfsvoll. Mir ist durchaus bewusst, dass das jetzt nicht so toll war. Ich würde sagen, ich schlage, du bleibst hier. Ne? Du kannst dich da mit dem Pferden ein bisschen tollen und ich, komm Bock. Ah, hab schon verstanden. Und ich gehe mal schnell hier hinten unsere Hütte bauen. Die habe ich echt übersehen. Menschenskinder. Also wir machen uns hier jetzt noch schnell ein Lagerfeuer und dann würde ich sagen, ziehen wir irgendwo hier hin und verbringen die Nacht und sehen uns dann hoffentlich zur nächsten gemütlichen Folge wieder. Ohne Wolf. Mag keine Wölfe. Und genau. Ich würde mich dann hier ein bisschen breit machen. Und sage, schön, dass ihr wieder dabei wart. Und vielleicht schaut es bei der nächsten Folge wieder rein. Ich würde euch hier noch die Playlist für den ganzen Hobel hier verlinken. Und natürlich den für freitags den Stream. Und ja, vielleicht bis zur nächsten Folge. Medieval Dynasty. Euer Fuchs. Haut rein.